Und hallo Leute, willkommen zurück bei Shaman King. Donnerstag habe ich schon wieder vergessen. Dawn of Soros oder so, irgendwie sowas. Ne, Dawn of Soros war Castlevania. Egal. Shaman King halt. So. 12.36 Uhr haben wir und ich guck mal, ob ich jetzt hier lang kann. Wir haben jetzt den neuen Geist. Wir haben das letzte Mal das Spiel begonnen. Wir haben erfahren, worum es eigentlich geht, nämlich darum, diese Codex-Seite zu finden. Und wir haben Rio, unseren ausländischen Freund mit der großen Haartolle, vor einem schrecklichen Schicksal bewahrt. Und wir haben den Verschiebergeist von ihm erhalten. So. Ja. Hier kommen wir noch nicht weiter. Hier brauchen wir das Feuer, beziehungsweise den Eis-Gin, sag ich mal. So. Ja. Also wie gesagt, wir haben die erste Codex-Seite erhalten. Wir haben Rio befreit. Und jetzt geht's mal hier weiter. Bam. Ja, das ist jetzt wieder halt nur... Das hatten wir alles schon mal. Entschuldigung. Ich muss hier halt nur durch, weil ich nach da unten möchte. Wenn möglich ein bisschen schneller. Das Problem ist, ich kann halt nicht vorspulen, weil hier zu viele Abgründe sind und anderes Zeug, was mich aufhalten würde, wie der Typ hier zum Beispiel. Ist schon blöd. Da ist wieder die Tante. Ist das überhaupt eine Frau? Nee. Ist ein Mann. Ist bitter. Was schon sagen, da war doch gerade was. Eben gucken, ist hier unten was? Oh, war ich noch? Okay. Ach ja, Amidamaru rettet uns, wenn wir runterfallen, aber wir verlieren halt Leben, das ist so ein bisschen blöde. Aber gut, besser als sofort Instant Kill, also Instant Death zu sein. Ich meine, wir müssen jetzt hier nach unten kommen, weil wegen Schieber und so. Bam, bam, bam. So. Ach nein, hier war das... okay, ich... Ja, wir müssen die Stages immer wieder machen. Wenn es einen Trick gibt, wie man die nicht machen muss, dann verratet ihn mir bitte. Ich spule jetzt ein bisschen vor hier. Aua. Damit ich nicht so sehr... Damit es nicht so lange dauert. Hm. So. Au. Penner. Oh, pff, yeah, hier unten ist sogar eine Kiste. Den brauchen wir. So. Hier weiter und hier weiter. Und raus. So. So. Au. Ach, den haben wir eh schon. Kommen wir hier eigentlich weiter? Ja, hier ist eine Kiste. Wuhu. Okay. Münzen. Ah. Weiß ich gar nicht, ob man hier irgendwas reißen kann. Gucken. Offensichtlich schon. Cool. Hallo du. So, und durch. War das hier? Oder war es hier mit der... Ne, hier war das. Ja, da können wir noch nichts gegen machen, glaube ich. Nein, gut. Dann wieder zurück. Ja, das ist ein bisschen blöd, dass man halt immer zwischendurch einfach mal wieder zurücklaufen muss. Zwar ein ganzes Stück, wie ihr hier seht. Aber es ist ja nicht so schlimm. Wir haben ja Zeit. Samstag. Ich habe keine Verpflichtung heute. Wunderbar. Ich nehme schon wieder 5 Minuten auf und das war bisher nur Backtracking. Und warum renne ich in Gegner rein? Ist ja auch egal. Wie gesagt, ich versuche es jetzt für euch ein bisschen schneller zu machen. Ich kann es auch einfach rausschneiden, aber
Hab ich jetzt gerade keinen Bock drauf, von daher. Oh. So. Immerhin kriegen wir dadurch ein paar Steine. So. Und sind wir hier. War das hier? Ich meine hier schon. Ja, das war hier. Okay. Au. Jump into enemies. Good idea. Ja, egal. Hier haben wir die Kiste. Und die können wir verschieben. Vorausgesetzt, wir halten die Taste gedrückt. So, um hier hochzukommen. Ja. Da kommen hinterher noch sehr lustige Schieberätsel und so ein Zeug auf uns zu, wie man es sich hat denken können, finde ich. Wenn es schon so einen Kistenverschieber gibt, dann kommen auch garantiert Schieberätsel. So, ich will die Kiste da oben. Ist wahrscheinlich eh wieder nichts drin, aber na, Münzen. So. So. Oh, du schon wieder. Oh, Arsch. So. Ich weiß nicht, ob man die Steine zerschlagen kann oder sowas. Wäre zwar hilfreich, aber. Da hat das Telefon gepiept. Was ist los? Anmelden. Das heißt, es wurde gerade von der Station getrennt. Warum auch immer. Also, es liegt hier, klar, aber. Das ist mies. Was wollte ich jetzt sagen? Es liegt hier halt ohne Station, aber warum es jetzt unbedingt piepen muss, weiß ich auch nicht. Egal. Das war, glaube ich, dumm. Ja, das war sehr dumm. Cool. Ich darf das jetzt nochmal machen. Jetzt muss ich das sogar zu. Dumm. So. Also ich muss ja gleich nochmal rein. Ich muss jetzt erstmal hier wieder zurück. So. Bär. Ich dachte schon. War da überhaupt schon so ein Abschnitt zwischendurch oder muss ich jetzt alles nochmal machen? Sieht fast so aus, als müsste ich alles nochmal machen. Wuhu. Yay. Nur weil ich eine Kiste falsch bewegt habe. Ja. Nein, immerhin keine Gegner mehr. So. Nochmal nach da oben. 36 habe ich angefangen, ne? Ja, wir haben jetzt 44. Heißt, ich habe 8 Minuten aufgenommen. Heißt, ich habe noch ein bisschen. Das war dumm. Heißt, ich habe noch ein bisschen Zeit, wollte ich sagen. Ich lade mich mal kurz auf, sonst frage ich hier gleich. So. So. Au. Oh. So. Mann. Was soll das denn, wollte ich sagen. So, den daran. Jetzt müsste es theoretisch erstmal. Okay, ist die Kiste wieder da? Nein. Natürlich nicht. Alles respawnt, nur die Kisten nicht. Wehe. Wow. Du stehst ja jetzt gerade scheiße, muss schon sagen. So, weg, weg, weg. Au. Die Kombo ist böse. Ich fall zweimal drauf rein. Ich meine. Wow. Dum, 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 dum. Ist verbockt. Nicht ernsthaft, oder? Nein, gut. Oh. Ich dachte schon. Ja, manchmal kommen so Sprünge, die man so gerade eben noch schaffen kann und. Geist Nitzbar. Was bringt der genau? Increased Defense Power by 1. Den packen wir mal hier drauf. So. Das ist so ein typischer Verteidigungsgeist. Nudelsuppe. Woo! Warte mal, wir hatten doch so ein Look Around Gin, ne? Wie ist der? Da, der. Okay. Ach, Quatsch.
Block. So. Oh. Puh, die mag ich ja gar nicht. Oh. Das war sauknapp. So. Oh, wollte gerade schon fragen, wo ist die Kiste? Kann man den in der Luft einsetzen? Nein. Wie soll man das dann bitte machen hier? Wie soll man da hochkommen? Das war sehr pro. Ich meine, weiter ist kein Problem, aber wie soll man da hochkommen, ist die Frage. Wahrscheinlich nur mit diesem Hochspringen-Gin. Naja. Machen wir das mal hier. So. So. Und so. So. Dab, dab. Bam. Ich mag das Spiel übrigens für seine Schnelligkeit bzw. seine guten Aktionen. Ah, ich werde mal kurz was trinken. Ich mute mich mal eben. Moment. So, da bin ich wieder. Kurz was getrunken. Und weiter geht's. Wow, schöne Landschaft. Also im Hintergrund das. Ein altes Dorf, ist doch was Schönes. Mal eben gucken, was ich hier wie machen muss. Gehen da runter, damit ich da hochkomme, nehme ich an. So. Müsste eigentlich gehen. Ja, genau. Gut. Bam. Viecher. So, wo musst du hin, Kister? Hier hin. Da. Okay. So. Das ist alles ganz gut gemacht, finde ich. Also auch diese ganzen Schieberätsel und alles. Ist so eine. Ist schön eigentlich. So, wir haben gleich 15 Minuten um. Das heißt, nach diesem Abschnitt hier mache ich einen kurzen Schnitt. Ich weiß nicht, wie lange habe ich denn dann am ersten. Wie lange war denn dann der erste Part? Halbe Stunde? Ich habe jetzt gerade nicht nachgeguckt, keine Ahnung. So. Ich wenigstens das Blatt einsammeln? Nein, natürlich nicht. Doof. Okay, das heißt, ich muss hier die Kiste hinschieben. So. Weiter, weiter, weiter. Weiter, weiter, weiter. Weiter, weiter, weiter. Weiter. So. Dann hier hoch. Also muss ich die jetzt überhaupt da runterschieben? Nö. Cool. Und die muss ich da hinschieben. Ein weiter. So. Ich hier hochkommen. Da ist er. Left Glove. So, schön. Den habe ich jetzt gebraucht. Weil damit können wir jetzt auf L einen zweiten Geist legen. Das heißt, wir haben jetzt auf L Amidamaru und auf R ihn hier. Das ist sehr praktisch. Und ich finde es echt nervig, wenn man immer wechseln muss, wenn man dann zwischendurch in eine Kampfsituation gerät. Wow. Das war. Sehr pro. Mal ein bisschen schneller hier. Uhu. Yay. So. Ich glaube, die Stelle mochte ich nicht. Weil wegen von einem auf den anderen springen. Okay. Genau deshalb anscheinend. Kann ich da mal besseres Timing haben? Anscheinend nicht. Doch. Kann ich. So.
ist jetzt nichts Vernünftiges drin. Geld, wow. Mann. Macht man so einen weiten Weg, um zu einer Kiste zu kommen, und dann ist da Geld drin. Ernsthaft. Wow. So. 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 Bla bla bla. Und damit sind wir durch. Wunderbar. Gut, dann mache ich hier einen kurzen Cut. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und ciao, ciao.